Aloha und willkommen zurück zu Brink. Ja, wir stehen in der Kampagne bei Mission 4, also Tag 6. Ich habe aber irgendwie Interesse, mal einfach die Tutorials zu zocken, die es da gibt, also die Aufgaben. Das werden wir machen. Heute machen wir einfach das. Also fang an mit das Ziel vor Augen. Beeil dich, um alle Missionsziele zu erfüllen, während der Rest deines Teams das Feindfeuer auf sich zieht. Bonuspunkte werden verliehen für bessere Zeiten, Überleben, Erzielen von Kopftreffern und Niederwerfen von Feinden mit Splittergranaten. Belohnungen werden freigeschaltet, wenn die Nachfolgungsschwierigkeitsgrade abgeschlossen wurden. Die habe ich eh schon alle, weil ich die Trainingslevel alle bis drei Sterne schon durch habe. Was aber nicht bedeutet, dass ich das hinkriege. Ich wollte erstmal noch gucken, hatte ich alle Punkte eigentlich für Fähigkeiten ausgegeben schon? Ja, hatte ich. So, Aufgaben, das Ziel vor Augen, Solo, gib ihm. Aufgabe wird geladen. Diese Aufgabe testet ihre Fähigkeit, verschiedene Aufgaben unter Beschuss zu lösen. Ihre Teammitglieder helfen hierbei nicht. Sie müssen für jedes folgende Ziel zur benötigten Klasse wechseln und dann das Objekt abliefern, um die Aufgabe zu erfüllen. Ja, voll chillig das Ganze. Wir fangen als Soldat an, sprengen ein Teil kaputt, wechseln dann von dort auf den Techniker, reparieren den Generator, wechseln auf Agent, hacken einen Computer und nehmen dann ein Köfferchen auf und laden die Daten an einem anderen Computer wieder hoch. So, ja, dann würde ich sagen 3, 2, 1, Risiko. 2, 1, Risiko. Ja, ja. Ich weiß, wo ich hin muss. Benutzen danke. Benutzen Sie die Zielauswahl und betätigen Sie Ziel zerstören. Platzieren Sie die Sprengladung am Ziel. Schon passiert. Jetzt musst du die HE-Sprengladung vor feindlichen Technikern schützen, da nur sie in der Lage sind, sie zu entschärfen. Dürfte ich jetzt hier weg, danke. Ey, Finger weg. Ja, ja. Zum Techniker wechseln. Die Mauer wurde gesprengt. Benutzen Sie jetzt den Kommandoposten und wechseln Sie zum Techniker. Glückwunsch. Sie sind jetzt ein Techniker. Wow. Benutzen Sie die Auswahl, um das nächste Ziel zu finden. Mine platziert. Die dumm. Ja, wir chillen erstmal eine Runde, würde ich sagen. Dann reparieren Fortschritt bei wir. Primären Reparaturmissionen lässt sich nicht rückgängig machen. Ja, ja, das weiß ich doch. Tada. Neues Missionsziel, Bruder. Überprüft deine Ziele. Glückwunsch. Sie haben das Ziel erfolgreich repariert. Wechseln Sie mit Hilfe des Kommandopostens zur Agentenklasse. Finden Sie das Zielobjekt und hacken es. Ja, ja, kein Ding. Kein Ding, machen wir alles. Zum Agent wechseln. Ich bin Agent. Ja, ja, ich bin auch Agent. Sie sind jetzt ein Agent. Sie können eine Hackbox am Ziel anbringen und sie benutzen, um die nächste Aufgabe zu erfüllen. Verdammte Scheiße, wie soll ich denn darüber kommen? Das ist ja wieder total am Arsch hier, ey. Mann, Mann, Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Keine Zeit hier. Way. So. Und Hackbox platziert. Jetzt, wo du die Hackbox platziert hast, kannst du mit dem Hacken beginnen. In einer richtigen Mission
können dir andere Agenten helfen, den Hackvorgang zu beschleunigen. Die Hackbox muss vor feindlichen Technikern beschützt werden. Ja. So. Gratulation. Da müssen wir Sie hin. Haben das Ziel erfolgreich gehackt. Ein neuer Weg steht nun offen. Besorgen Sie Informationen und bringen Sie sie zum Terminal. Darum. Ja, jetzt müssen wir nicht von oben da. Hey! Komm weg hier. Was schießen wir? Ja. Ah, oh, nach da drüben wollen wir. Lauf, 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 lauf. Darüber. Nein, ah, da rein. Boah, ist ein Glück. So. Jetzt, wo du die Infos hast, bring sie zurück und lade sie hoch. Ja, bring die zurück und lade sie hoch. Das ist ja kein Ding. Missionsauswahl da hinten. Ja. Ja, zu viele Gegner. Mal hier ein bisschen zickzack laufen hier. Außerdem komme ich auch von hier hoch. Edgy Badge, Edgy Badge. Ja, toll für die Splittergranate. Und... Benutzen Sie das Terminal, um die Daten hochzuladen. Tada! Glückwunsch! Sie haben diese Aufgabe gemeistert. Way, das war natürlich höchst anspruchsvoll, das Ganze. Ja, 1729 XP bekommen. Da, das ist das, was man kriegen würde. Den Ritchie-Revolver, zusammengeklebte Magazine, Lobster-Granatwerfer und einen Stern. Also, gehen wir zurück zum Hauptmenü und machen mit Parcours weiter. Ich hasse diese Mission. Naja, egal. Passiere alle Checkpoints in beliebiger Reihenfolge so schnell du kannst. Bonuspunkte werden für bessere Zeiten und das Passieren von unsichtbaren Markierungen an schwer zu erreichenden Stellen verliehen. Du erhältst nur für diese Aufgabe Zugang zum leichten Körpertyp, ohne ihn extra freischalten zu müssen. Belohnungen werden freigeschaltet, wenn die Nachforschungsschwierigkeitsgrade abgeschlossen wurden. Ja, ja, wissen wir ja schon. So, wieder Solo und gib ihm. Aufgabe wird geladen. Diese Aufgabe testet ihre Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Jeder Lichtstrahl steht für einen Checkpoint. Nutzen Sie die Bewegungsfreiheit, um jedes Ziel in beliebiger Reihenfolge zu erreichen und kehren Sie dann zum Startpunkt zurück. Ja, bei der Mission tue ich mich ehrlich immer ein bisschen schwer. Aber wir versuchen es einfach mal. Geh doch da hoch, Junge. So, jetzt gehen wir hier lang und da. Nein! Na, ich sag ja, fängt schon geil an. Hep, hep. So, geh da rüber, geh da hoch. Hep, und hep. Noch acht. Ja, ja, ist doch gut. Und hep. Noch sieben. Ducken, da hinten ist einmal. Noch sechs. Dann guide es hier mal weiter. Und hep, und geh hoch da. Noch fünf. Hopp. Und hep, und hep. Noch vier. Oh. Hep, und... Nein, du sollst doch da... Langsam hoch, bitte. Langsam. Oh, sehr schön. Ah, geht doch. Noch drei. Noch zwei. Haben wir hier noch einen? Das Finale. Ja, aha, das Finale, haha. Wo denn? Ach, da oben. Ah, naja, was soll's. Ich glaube, da muss ich nochmal hier hinten rum. Yep. Yep, dann müsste hier, hier. Exzellent. Ja. Jetzt zurück zum cool. Start. Gratulation. Wow, ich hab's mal ausnahmsweise Sie geschafft. Haben Ihre Fähigkeit der Bewegungsfreiheit unter Beweis gestellt. Diese Fähigkeit ist im Kampf sehr wertvoll. Bam, 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 bam. Ganze 54 XP bekommen, das ist der Oberknaller. Ja, wir haben Doppelgriffe, Schnellfeuer, Barnett, Scharfschützengewehr und einen Stern bei Parkour bekommen. So. Damit bleibt nur noch Eskortierung und Turmverteidigung.
Mit dem ganzen Spaß machen wir aber beim nächsten Mal weiter. In diesem Sinne, haut's rein.